Grüß Gott zu einer 9-Minuten-Predigt. Wir hören im heutigen Evangelium von der Heilung des blinden Bartimäus. Eine sehr eigenartige Geschichte. Ein blinder Mann, der in der Gesellschaft nichts zählt, und ein von allen verehrter Rabbi, ein Superstar der damaligen Zeit, die sollen sich begegnen. Heute wäre das so gut wie nicht möglich. Bartimäus hatte ähnliche Schwierigkeiten. Aber er lässt sich nicht abhalten, er ruft nach Jesus. Er ruft laut und dann gibt es gleich einige, die ihn daran hindern wollen und nicht dafür sorgen möchten, dass er mit Jesus in Beziehung kommt. Er sieht ihn nicht, er läuft ihm aber dennoch entgegen. Und in der Begegnung mit Jesus sieht er plötzlich, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern alles klar und scharf und wird zu einem Nachfolgenden, seinem Jünger Jesu. Menschen, die in unserer Gesellschaft heutzutage laut rufen, sind Menschen, die die Kirche nicht schaden wollen. Auch wenn sie mitunter als Fremdkörper, ja vielleicht sogar als Gegner wahrgenommen werden, ist ihr Rufen doch nichts anderes als ein Schrei nach Beziehung, nach der Begegnung mit Christus, den sie in ihrem Leben suchen, aber noch nicht gefunden haben, oder der, und das ist manchmal noch schlimmer, durch Taten der Kirche selber, wir brauchen nur an die Missbrauchdebatte zu denken, verloren haben. Wenn sie diese Stimme erheben, dann sollten sie gehört werden, sollen ernst genommen werden, damit sie klar sehen, dass die Botschaft Jesu wirklich eine Heilsbotschaft ist, eine Botschaft, die heilen kann, damit auch diese Menschen, die manche in dieser Welt verloren geben würden, wieder zu Jüngern und Jüngerinnen Jesu werden. Das ist die große Herausforderung für die Kirche unserer Tage. Viel zu viele Menschen haben wir draußen gehalten oder rausgekickt. Wir müssen sie wieder hineinbringen, damit auch dort an den Rändern die Kirche wächst. Und wo sollte sie sonst wachsen können als an den Rändern? In diesem Sinne, seien Sie offen und haben Sie keinen blinden Fleck in Ihrem eigenen Kirchenbewusstsein, damit andere Menschen auch Christus begegnen. Schönen Sonntag.